im Boot wie Ellen Becker, knapp 1,80 und fast 80 Kilogramm, bei internationalen Regatten in dieser Saison mit guten Erfolgen. Ruhig, konzentriert, motiviert, sie können sich aufeinander verlassen. Das kanadische Team, 1981 Weltmeisterschaftszweite und im vergangenen Jahr Dritte, rudert einen Start-Ziel-Sieg in diesem Hoffnungslauf. 800 Meter lang, sicher auf Platz 2, die bundesdeutsche Renngemeinschaft. Dann Holland. Und was so lange nach sicherer Qualifikation für Becker Völkner aussah, kam durch einen mächtigen Endspurt der Holländerinnen noch einmal in Gefahr. Van Ettekoven-Cornet müssen sich diesmal aber mit nur 900stelsekunden oder in Entfernung mit 50 Zentimetern geschlagen geben. Vor einem Jahr, bei der Weltmeisterschaft in Luzern, war es genau umgekehrt. Da hatten ähnlich knapp die deutschen Ruderinnen das Nachsehen. Ellen Becker und Iris Völkner, Münster und Hamburg. Wo und wie trainieren Sie überhaupt zusammen? Ja, wir trainieren eigentlich jetzt im Sommer nur an Wochenenden zusammen. Und zwar treffen wir uns da meistens in Ratzeburg, weil da unser Trainer herkommt und weil da unser Boot liegt und die Ruderakademie halt da befindlich ist. Da hat man die idealen Einrichtungen. Und Trainer Hermann Krotzmann, können wir ruhig sagen, darf jeder wissen, wer Sie betreut. Ja. Ja, und ansonsten haben wir uns eben halt überlegt, weil das Zweiergeschäft sehr hart ist, wie man jetzt gerade wieder gesehen hat, dass wir also jetzt im Winter uns entschlossen hatten, 3 Monate auch nach Neuseeland zu gehen. Und das hat sich jetzt halt auch ausgezahlt, nicht? Könnten Sie mit mehr Konkurrenz im eigenen Lande noch etwas schneller sein? Das weiß ich nicht. Es ist anzunehmen, denn wir haben im Zweier eigentlich keine Konkurrenz. Und es könnte sein, dass wir dann in der Saison schon immer etwas intensiver auch die Regatten fahren würden. Ich weiß es nicht. Ich glaube aber auch, dass wir die Typen sind, dass wir wissen, worauf es ankommt und auch so genug trainieren. Ellen, was tun Sie denn außer Rudern? Ich meine, der größte Teil der Freizeit geht wahrscheinlich in die Ruderei. Ja. Sie rudern, das noch eben schnell dazu gesagt, wie die Männer, was den Druck angeht, 25, 30 Kilo. Sie rudern 35 Schläge pro Minute und ziehen ungefähr mehr. 40 Kilo. Ja. Mehr tun die Männer im Prinzip auch nicht. Sie tun es nur 2000 und sie 1000 Meter. Ja. Demnächst kommen bei Ihnen vielleicht auch 2000 Meter, aber wir wollen ja nicht zu fachlich werden in dem kleinen Gespräch. Was tun Sie in Ihrer Freizeit, was tun Sie im Beruf? Ja, wir sind also beide Studenten. Iris studiert Sportdiplom in Köln und ich studiere also in Münster Sport und Geografie. Und naja, also es kommt natürlich zurzeit ein bisschen zu kurz, nicht? Weil eben, wie gesagt, wirklich sehr viel Zeit drauf geht. Das ganze Wintersemester war wieder futsch durch Neuseeland. Und wie es so aussieht, wird also in Zukunft auch noch einiges verloren gehen. Aber man kann halt nur einmal Sport machen. Anderswo, ich meine vor allen Dingen in den osteuropäischen Ländern, da ist man wer, wenn man Goldmedaillen mit nach Hause bringt. Da ist man wer, wenn man sehr weit vorweg fährt. Ist das bei uns noch nicht anerkannt genug, noch nicht populär genug, noch nicht beliebt genug? Ich glaube, das ist einer der Gründe. Irgendwo befinden wir uns im Frauenruder in einem Teufelskreis. Und zwar ist es so, dass es ohne Leistung kein Geld gibt, auch vom BAL her. Tja, und ohne Geld sind die Leistungen eben schwer zu bringen, was eben das Höhentrainingslager, was die Trainingslager insgesamt, vor allen Dingen im Winter in wärmeren Gebieten ausmachen. Ich weiß es nicht. Es ist ein Teufelskreis und man muss versuchen, auf Eigeninitiative da dann eben rauszukommen und die Leistung zu bringen. Es ist aber mit Sicherheit keine Scheu vor breitem Kreuz und dicken Muskeln. Ganz gewiss nicht. Naja, denn vielleicht spielt das natürlich auch eine Rolle. Aber ein Ressentiment, was nicht mehr stimmt. Ich habe hier jede Menge Ruderinnen gesehen. Ja, also man findet auch beim Rudern sehr viele, sehr hübsche Mädchen. Sie sehen auch nicht aus wie Gewichtheber. Danke. Nein, aber es ist so, die Leistungsspitze beim Rudern hat man eigentlich in dem Alter wohl sehr viele Frauen andere Sachen im Kopf haben als ausgerechnet Leistungssport, nicht? Also viele denken jetzt eher an Freundschaften, an Heiraten, Kinder kriegen, nicht? Also Familie, ja, an Familie halt, nicht? Da gibt es eben nicht so viele, die dann wirklich bereit sind, jeden Tag mindestens einmal, also im Winter einmal, im Sommer zweimal zu trainieren und da stundenlang dann sich womöglich bei Schnee und Eis dann draußen rumzutreiben, nicht? Es ist schon hart. Und heute wurde es noch härter. Allein schon wegen der äußeren Bedingungen, das heißt wegen des starken, böigen Windes, der über die Wedau fegte und für unruhiges Wasser sorgte. Von unten nach oben Bulgarien, der Deutsche Ruderverband mit Becker Völkner, Rumänien, die Weltmeister 82, Gasch Fröhlich, DDR, die UdSSR und ganz rechts oder ganz oben im Bild Kanada. Mit extrem sicherer und ausgefeilter Rudertechnik, mit optimalem Rhythmus, viel Druck an den Blättern und hoher Schlagfrequenz, sofort in Führung das Weltmeisterpaar des vergangenen Jahres, das 1982 noch Sandig Fröhlich hieß und weil Fräulein Sandig geheiratet hat, heute eben als Gasch Fröhlich startet. 250 Meter sind gerudert, eine halbe Länge Führung haben,
Spielruderin Marita Gasche und Silvia Fröhlich aus der Deutschen Demokratischen Republik bereits herausgerudert. In zweiter Position folgen hier. Nach der Hälfte der 1000 Meter Distanz die Titelverteidiger souverän an der Spitze. Auf Platz 2 die UdSSR, nur ganz knapp vor Rumänien. Da die Sowjetunion, die Rumäninnen und an vierter Stelle Ellen Becker und Iris Völkner, die allerdings von dem wesentlich routinierteren Team aus Kanada angegriffen werden, Bulgarien am Ende des Sechserfeldes. Und was machen die Weltmeisterinnen des vergangenen Jahres? Was machen Marita Gasch und die Schlagfrau Silvia Fröhlich in dieser rudertechnisch gesehen schwierigsten Disziplin überhaupt? So etwas wie die letzte Lektion für die Ruderschule oder eine Demonstration fürs Lehrbuch. Überlegener kann man kein Ruderrennen gewinnen, Marita Gasch und Silvia Fröhlich. Zweite werden Arba und Horvat aus Rumänien, die in dieser Saison die alten und jetzt auch neuen Weltmeisterinnen schon mal bezwingen konnten. Bronzemedaille wie im vergangenen Jahr für die Kanadierinnen Smith, Gray.